Den. Komm her. Na komm. Au. Was ist das hier? Kann man hier irgendwas machen? Verlassene Städte. Die Leute waren wegen Monster und Banditen gezwungen, diese Gegend zu verlassen. Sie kommen zurück, sobald die Gefahr gebannt ist. Ah, cool. Okay, also wenn man die Monster besiegt, dann kommen die Leute wieder hier hin, oder was? Oh, nee, habe ich nur auf Instagram. In den Stories mal gepostet. Oha, so, wir könnten jetzt hier ein bisschen nach links. Oh, was denn du? Wenn wir jetzt hier ein bisschen nach links gehen, dann kommt da noch ein Fragezeichen, gell? Halt! Magie, ein Ort der Macht. Oh, das ist was Großes. Was ist das? Oh. Sorry, Izzy, ich muss noch was machen. Dein schöner Stream lenkt mich ein wenig ab. Okay, The Woken One. Kein Problem. Wenn du was machen musst, mach. Ist niemand gezwungen, mir zuzugucken. Verlieren wir die Nerven. Au. Okay, der zieht ganz schön viel ab, wenn er mich trifft. Die Waldfee. Das wird knapp. Aber ich speichere. Ich hab's überlebt. Was ist das? Yay! Mein Fertigkeitspunkt. Den setze ich gleich an. Erstmal weiter. Kann plötzlich springen? Ja. Okay. Wenn wir hier durchs Dorf. Da ist auch noch was. Da lang. Ich hab schon graue Haare, alles gut.
Kiste. Halt, da war noch irgendwo nehmen. Ich sollte mal verkaufen gehen, glaube ich. Gut, wir kommen ja eh durchs Dorf, hoffe ich. Was ist das? Zeichen? Adrenalin. Ich glaube, ich habe keine freie Fassung mehr, ne? Nee. Aber das hier könnten wir tauschen, weil das ist besser. Und wir müssen die Rüstung noch verbessern. Ach, reparieren mal wieder, ne? Okay. Aber wir haben hier noch neue Schwerter. Aber ich glaube nicht. 33. Ich glaube nicht, dass die besser sind, ne. Wirkt nicht danach. Stahlschwert. Das sind alles Stahlschwerter, ne? Okay. Pferd da. Sieht immer so komisch aus, wenn er von hinten aufs Pferd springt. So, dann reiten wir mal zum Dorf zurück. Markier mir das mal, damit ich das besser sehe. Da. Beweg dich! Esse Jondrein et Mekir. Ja, gut, das stimmt auch wiederum. So, wo war denn der Schmied? Ist der auf der Map markiert irgendwie? Nee, ne? Was ist das? Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Ah, Topfgesicht. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht, meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Ah, okay, okay. Panikstufe, mhm. Hallo Benny. Ach so, ja, Benny, du warst ja schon voll. I'm sorry. Nee, nicht wirklich. Und das Problem ist, ich habe noch 5 solcher Typen. Und da ist nicht viel drin, da sind. Hilfe. 50 Gramm. Nächstes Mal werden andere bestellt. Ich weiß nicht, findet man? Ich bin immer so geizig in Spielen, wo man halt voll viel Loot findet. Ich denke immer so, warum kaufen? Man findet doch eh alles. Aber das Problem ist, muss man Zeug verkaufen, glaube ich, ne? Wie verkaufe ich? Benötigte Stufe 6. Achso.
Verkauf deinen Loot, du bist immer noch im ersten Dorf. No. Wie oft willst du mir das noch sagen, dass ich im ersten Dorf bin? Was ist das? Oh Gott, man kann die Taschen sortieren. Nicht gut. Pass auf dich auf. Ja gut, da muss ich ja eigentlich nicht hin, ne? Das heißt... Geh mal gerade ans Brett und dann reiten wir weiter. Ist was Neues? Nope. Doch. Ist was Neues, ernsthaft? Mal was zum Lesen? Nee, ne? Was? Rohes Fleisch. Muss man doch bestimmt irgendwie zubereiten, oder? Ja komm, spring! Bert! Seht ihr? Ich kann schon nicht Plätze sagen. Und ich habe das Spiel gerade mal angefangen. So, wir reiten. Verkehrt. Nein, doch, richtig. Okay, wir reiten. Wir reiten nicht. Langsam, stehen bleiben. Langsam. Will jemand Schlüssel was von mir? Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd. Und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Leute, Hashtag Omi-Liebe. Alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Na, Omi, du solltest keine lieber Pfanne hier mehr. Warten. Nur für den Fall. Willi? Lass mein Pferd in Ruhe.
greifen ja einfach mein Pferd an, ey. Doppelt Hakt. Okay. Warte mal, was kann ich dagegen wirken? Was war das nochmal? Art, ne? Cool. Hallo? Kiste. Wesen des Fleisch. Yummy. Mir noch. Chemierezepte finden ist bestimmt immer gut, wenn man es auch nutzen würde, ne? Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Karten. Aus vor. Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Rumi, Pfannen los. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Hm, sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Hey, Geralt darf das. Ist cool. Orgenschnaps. Schmeckt bestimmt gut. Ist eigentlich praktisch, wenn man jede Kerze anmachen kann, dann wird es wenigstens auch mal hell. Ich glaube, wir haben alles durchgeguckt. Denke ich. So, Omi. Hier hast du deine Pfanne. Deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Dankeschön, Omi. Ich brate mir einen Weißfisch zu. Diese Musik. Wie hängt denn das Pferd hier? Das ist nicht normal, das ist nicht gesund fürs Pferd. Weiter geht's. Apfelsaft! Yay! Ist irgendwas auf dem Weg? Nee, ne? Doch. Scheiße. Jetzt hier ein bisschen links halten. Weil dann nehmen wir ja alles mit. Alles das, was geht. Ja. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Hässlicher Bastard. Warte, ich muss Igni. Au. Ey. Unfair. Ich habe nicht gespeichert vorher. Oh. Oh. Nein, 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 nein. Weg. Das war nicht nett, hör mal. War gar nicht, Ist? Ah ne, hier war das gar nicht, gell? Weltkarte, Quest, Charakter. Was kann ich denn damit machen? Erscheinungsmutagen, was ist denn? Ach, plus 50 Vitalität. Aber ich habe keinen Slot frei. Ab Stufe 6 erst, okay. Stufe 2, okay. Plötzlich ist eben besonders.
Das war das erste Mal, dass ich jemanden eine Pfannenquest habe machen sehen. Ernsthaft? Aber die lag doch auf dem Weg. Dankeschön. Ich brauch bald Plätze. Kannst du mal stehen? Langsam, das geht aber nicht. Jetzt muss ich nach rechts. Hey ja! Ja, ja, ich sehe. Lauf, Plätze! Wo denn? Bin ich hier schon richtig oder bin ich hier schon zu weit? Meine Haare gehen mir heute schon wieder auf den Keks. Da. Was ist hier? Oh, oh, Plätze bleibt bestehen. Danke. Hallo, Wonder Boy, wie geht's dir? Plätze, chill. Gute Nacht. Loot. Gib mir deinen Loot. Loot. Kein Loot. Kein Loot. Was haben wir hier? Was kann ich damit tun? Wie schwimme ich wieder hoch? Ah, Leertaste. Gut. Ich hab die Kiste schon gesehen. Ja. Runter. Okay. Na, komm. Raus mit dir. Ja, nein. Bist du wohl aus dem Wasser? So, ich habe eine neue Quest, Leute. Oh, falsche Taste. Plötzlich rennt weg vor dir. Ja, gell. Voll unfair. Wollt mal wieder reinschauen? Geht so? Och nö. Körperliche Probleme. Ja gut, körperliche Probleme sind immer kacke. Mir geht's ganz gut. So, plötzlich. Hören Sie mal. Also da in das Dorf gehe ich jetzt nicht, ne? Ich reite jetzt hier hoch. Wollt was? Was wollte ich? Achso, gucken nach der Quest. Respekt schon an, Leute. Okay, Stufe 4. Ja, habe ich noch nicht. So, wir reiten jetzt hoch. Das auf dem Weg ist auch noch ein Fragezeichen, ne? Das nehmen wir uns auch noch mit. Ich habe noch nicht sehr viel von Witcher gesehen. Ich bin zwar schon Ewigkeiten online, aber ich bin immer noch im ersten Dorf. Ich habe jetzt schon Angst vor dem Spiel, Leute. Hier war doch irgendwo noch auf dem Weg ein Fragezeichen, oder? Hilfe? Okay, das war dann wohl das war das Fragezeichen, ne? Ja. Im Meer ist auch noch ein Fragezeichen. Ja, nee, da schwimme ich jetzt nicht hin. Na komm. Einmal hoch. So. Ja, ich zock heute nur Witcher. Und ja. Gesundheit. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus?
Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich? Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm! Halt! Ich soll noch lang. Colteis Grefian Esanval. Et top? Nein. Extrede. Marsande an Karbat. Was hier? Waffen aufwärmt. Wir haben hier viel zu tun. Sehr viel. Wir müssen einen Teil eurer Ernte requirieren. Ja, Exzellenz. Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vorm Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort? Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen kannst du das auch? Wie ist die Moral hier im Lager? Denkt ihr, dass ihr gewinnen werdet? Ah, also doch ein Spion. Oder einer, der Ärger machen will. Ich bin nur neugierig. Na schön. Du kannst allen sagen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, weil Radovid verrückt ist, wie alle wissen. Und weil wir eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Armee haben. Apropos, bist du hier, um was zu kaufen? Weiß ich noch nicht. Oh, Entschuldigung. Das juckt. Was kannst du anfertigen? Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Nee, das waren Chips. Zutaten fehlen, Zutaten fehlen, Zutaten fehlen. Geil, danke. Leder. Halt, da war auch reparieren. Ausgerüstet, ne? Ja, komm, gönnen wir uns jetzt mal. Dann ist das mal repariert. Dialogreich, ja, schätze ich auch. Du kannst je nach Spielweise sehr viele Stunden in diesem Spiel verbringen. Sieht man ja schon daran, dass ich 3 Stunden gespielt habe und immer noch im ersten Dorf bin. Kommt halt immer auf deine eigene Spielweise dann an. Nehmen wir mal auch noch unten. Ich will im Moment eigentlich gar nichts kaufen. Bei gar keinem. Außer vielleicht höchstens was zu essen. Wie stellt man sich eigentlich selber zu essen her? Muss man ja dann eigentlich im Handwerk, oder? Warte mal, nee, das ist Alchemie. Ja, das weiß ich doch schon. Das hast du mir doch schon gesagt.